Heute mal ohne Intro. Ich sag's euch. Harter Tag heute. Wirklich harter Tag. Richtig harter Tag. Servus, Peter. Robert Lange, Servus. Oh, ich hoffe, die Leute. Ich bin zu früh dran. Ich bin 7 Minuten zu früh dran. Sehe ich gerade. Mein Gott, na. Andy John, Servus. Warten wir noch ein bisschen. Warten wir ein bisschen. Matthias B, Servus. Hannes, Florian. Wir haben harte Zeiten, haben wir. Josef, Servus, Josef. Mal das hier schließen. Ich hoffe, das geht. Petra H., Marie. Jetzt warten wir noch ganz kurz. Dann sagen wir mal kurz mal was zur Einleitung und dann machen wir unser ganz normales Tagesgeschäft weiter. Ja, Robert, ich werde da nur kurz was dazu sagen jetzt dann. Michi Bayer gleich. Ich sage, da gehen wir gleich. Meine Frau schreibt, bin gleich da. Und ich habe schon gesehen, dass die Gerüchteküche extrem köchelt. Servus zurück nach Berlin. Servus, willkommen im Team. Servus Marco. Dann legen wir los, oder? Dann legen wir los, also gleich mal vorne weg, weil das gleich mal jeder sieht, der den Stream am Anfang hier sieht. Zurzeit, es brennt ja. Es brennt ja ziemlich in der Luft, ja. Gleich mal vorne weg, weil wir den Ableger umstellen. Ja, da ist ja irgendwie jetzt Dramatik pur, ja. Punkt 1. Ich will bloß mal was klarstellen. Punkt 1, die, wo meinen Kanal wirklich verfolgen, die wissen, das ist nicht meine Standardmethode, Völker umzustellen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe auch nie empfohlen, was mir hier so an nahegelegt wird, ich habe nie empfohlen, dass man seine Wirtschaftsvölker so durch die Gegend kutschiert. Ja, das war rein Ableger. Wir reden hier von einem zwei Wabenableger, ja, zwei Waben, der sogar kühl stand. Wenn jemand mit seinen Bienen wandert, ist das für die Ladies wesentlich mehr Stress, wie das, was wir da jetzt gemacht haben. Da ist weder was verbraucht, da liegt keine einzige tote Biene irgendwie unten und so viel zu dem Thema. Die Bienen fliegen dann sowieso wieder zurück auf den alten Platz. Das muss ich ganz klar sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil aus irgendeinem Grund, es ist da, wenn so die 4 Tage überschritten ist, fliegt nur ein ganz, ganz winziger Teil zurück am alten Stand. Maximal 10 Minuten, 15 Minuten, drehen dann um und fliegen dahin, wo sie dann jetzt der neue Standort ist. Die Regie kommt dann nach Hause. So viel zu dem Thema. Ja. Mehr will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Und mehr habe ich ja in dem Video gar nicht gesagt.
Wenn da jemand irgendwie ein Problem damit hat, es muss keiner so machen wie ich, ist es, ja, aber ich frage mich dann, wieso, dass man die Apideas dann in Kellerhaft gibt oder Schwärme in Kellerhaft gibt. Komisch, ja. Dass man Bienen versendet per Post, also ganze Völker, das ist Stress, Leute. Völker, ganze Völker mit der ganze Völker mit der Post verschicken, das ist Stress. Sowas ist wirklich. Und sowas ist empathielos. Genauso wie schwärmende Völker am Baum hängen lassen, bis sie verhungert sind. Ja, sowas ist empathielos. Würde ich niemals machen. Im Notfall rücke ich mit der Feuerwehr an und mit der Leibgarde von irgendjemandem und mit Kleinwagen und allem drum und dran. Das will ich nur mal klarstellen. Ja. Mehr sage ich zu dem Thema nicht. Weil es wird anscheinend jetzt so hoch gebauscht und das wird so ein Lügennetz und da mache ich nicht mit. Ja? Wenn jemand da wirklich ein Problem mit mir hat und sagt, ach Jupp, du bist so ein böser Junge, dann tut mir einen Gefallen und euch selbst auch. Dann klickt er, macht er mich Deabo, ja, deabonniert mich, klickt nochmal auf die kleinen drei Zahnrädchen, Videos von diesem Kanal nicht anzeigen. Gleich geholfen, gleich weg, dann seht ihr nichts mehr von mir. Und der Fall ist erledigt. Ja? Mehr sage ich jetzt da nicht dazu, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ich mache diese Videos und diese Streams, weil es mir einfach Spaß macht, mit euch zu schreiben, zu lesen, zu reden, zu interagieren. Mir macht es einfach Spaß, ja. So. Und ihr werdet es auch festgestellt haben, weil mir wird immer vorgeworfen, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass ich da wahllos Kommentare lösche oder sonstiges. Ihr könnt es gerne unter das Video schauen, egal wie böse ich angegangen werde, diese Kommentare bleiben alle drin. Ja? Die bleiben drin. Wieso nicht? Ja, ich kann mit Kritik leben. Sorry, ich bin jetzt 23 Jahre am Bau. Da kommen ganz andere Sachen. Ja? So. Dann hoffe ich, haben wir das Thema jetzt durch, okay? Haben wir durch. Ja? Weil ich muss mich nicht rechtfertigen von Leuten, wo. Nee, ich sage jetzt gar nichts mehr. Jetzt gehen wir aufs. Weil es heißt ja, es ist Ende. Oder was? Wie war das? Es ist zu Ende. Ja, es ist zu Ende. Nein, es ist. Ein Ende ist auch der Anfang. Es ist zu Ende. Ich habe heute meine Völker abgeschleudert. Die letzten. Also ich habe ja schon angefangen, ich habe die letzten abgeschleudert. Kommt halt einfach nichts mehr rein. Ja. Es kommt einfach nichts mehr rein. Der Starkregen, jedes Mal, wenn es wieder so ein bisschen nach oben ging, dass sie wieder was reinholen, bumm, wieder Starkregen. Jetzt regnet es schön gemütlich. Jetzt bin ich mir sicher, jetzt kommt auch wieder ein bisschen was. Aber ich habe jetzt für mich entschlossen, ich schleudere ab. Ich schleudere jetzt einfach ab. Es ist noch relativ früh. Ja, der 10.7. Ich mache jetzt dann, also für mich ist die Honigsaison ist beendet, aber jetzt geht es ans Ablegermachen. So, an die Honigsaison beendet. Da habe ich gleich eine Frage bekommen. Da geht es um die Honigräume ausschlecken. Ja? Honigräume ausschlecken, easygoing Geschichte. Also. Ihr habt es ja eh abgeschleudert, es ist in der Regel dann auch kein Absperrgitter mehr drin und euer Volk steht so vor euch. Kein Absperrgitter und Deckel ist drauf. Ihr habt es abgeschleudert, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ja? Kastanien und Sommer steht noch an. Ja, Marco, ich sagte eins, ich habe dieses Jahr, weil man, ich muss jetzt ganz kurz darauf eingehen, weil das ist. Also, sowas habe ich. Ich habe es eigentlich schade, dass ich es nicht gefilmt habe, aber ich war sehr im Stress. Ich habe sowas, also meine Frau, ich muss meine Frau loben, die Regie, geht an die Regie. Ich habe ja nur die, in dem Fall war es wirklich, ich habe nur den Honig aus den Völkern entfernt im Prinzip und meine Frau hat geschleudert im Schleuderraum. Sowas hatte ich noch nie. Der Honig, der war eine Konsistenz zwischen, also optisch sieht er aus wie Altöl im Eimer. Und die Konsistenz, also beim Schleudern, hat es ausgeschaut wie Zuckerwatte. Und der lief nicht auch raus. Also der ist wirklich, wirklich
Knochentrocken und richtig zäh. Also richtig zäh. Hatte ich so auch noch nie so extrem. Feuchtigkeitsgehalt liegt so bei 15%, habe ich gemessen. War komisch, ja. Ja, gut, meine Frau hat es hinbekommen, war nicht mehr so viel Völker. Aber es hat gereicht, ja. Und Schatz, wir haben ein Volk vergessen. Ja, wir haben ein Volk vergessen. Wir haben ein Volk vergessen. Weil ich habe ein ganz stolz meinen Kollegen erzählt, dass ich heute richtig fleißig war. Ich habe heute Futter angemacht. Also ich habe die Völker das alles vorbereitet. Dann haben wir abgeräumt, dann haben wir geschleudert. Und währenddem, dass ich das sage, kommt mein Kameravolk. Kameravolk, ja. Und ich bin so froh, dass ich bis jetzt erst, dass ich das Schleudern noch nicht ausgespült habe. Das machen wir halt morgen oder so. Ja, das mache ich allein. Ja, ich hätte mich viel mehr geärgert. Und wir müssen noch runtergehen, wenn wir in Deckelwachsmelzer ausschalten. Ja, geht okay, dann auch. Muss ich noch ausschalten. Aber gut. Aber ich habe das noch nie gehabt, Marco. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast oder jemand von euch. War so zäh, der war. Irre, wie der ist. Ja? Der ist krank. Also wirklich krank. Wirklich krank. Also, ich habe mir wirklich gedacht, das gibt's nicht. Jetzt schauen wir mal, ihr macht da klatschende Hände. Irgendjemand hat was Tolles gemacht. Okay, jetzt gehen wir mal schnell auf das ein. Jupp, dein Rapshonig ist der geilste, den ich seit Jahren gegessen habe. Musst mir mal sagen, wie du den hinbekommst. Herr Erdmännchen, ich sag's doch. Aber ich hab doch schon 100 Mal erklärt, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das ist wirklich nicht so schwierig. Aber ich kann es gern mal komplett das nächste Jahr komplett separates Video, nur wie ich den Rapshonig bearbeite. So, also. Was wollte ich noch? Gottfried, Servus. Ja, Tumpfinger, habe ich den auch schon gelesen? Servus nach Österreich. Also, jetzt strukturieren wir das Ganze wieder. Also, ich versuche es zumindest. Abgeschleudert, jetzt geht es darum, die Honigräume ausschlecken lassen. Ja. Hat man jetzt an seinem Stand immer, Servus Gretel, immer sehr, hat man sehr gleich starke Völker. Ja, ich sage es jetzt extra dazu. Sehr gleich starke Völker, die sehr fit sind, also keine Ableger, sondern gleich starke Völker. Wo gehst du hin? Achso, das ist Julia. Dann kann man die Honigräume einfach nur eine Folie dazwischen legen, wie wir das, was ich zeige, so wie ich meine Völker füttere. Einfach eine Folie dazwischen legen, die Folie ein bisschen nach vorne ziehen, dass hinten Spalt bleibt. Oder wenn ihr eine Folie habt mit Loch, dann die auflegen. Dann könnt ihr die Honigräume einfach aufstapeln und dann schlecken die aus. Wichtig ist nur, habt ihr am selben Stand auch Ableger stehen, ein bisschen schwächere Völker stehen, dann bitte tut euren Ladies den Gefallen, macht es abends. Abends stellt ihr bitte erst dann zum Ausschlecken aus, weil es gibt in der Bienensprache kein Wort für der Honig, die Trachtquelle ist über uns. Das gibt's nicht. Also stürmen die erstmal alle raus. Also, wenn ihr ein Volk nur bei euch am Stand habt, ja, dann könnt ihr das gern mal beobachten oder ich zeige es euch mal. Wenn da ist kein Flugbetrieb an so einem Volk, null, und dann stellt ihr so einen Honigraum auf zum Ausschlecken oder ihr füttert, dann stürmen die raus, dass nur noch so scheppert. Ja. Und die suchen dann natürlich, die suchen dann, wo kommt es her? Weil die wissen, es ist gleich direkt in der Nähe. Und wenn jetzt da so ein kleiner Schwächling, so ein Ableger, irgendwo gleich in der Nähe steht und am Schluss noch das Flugloch nicht so ganz klein ist, dann schießen die sich, wenn man ein bisschen Pech hat, auf den Ableger ein. Und das ist dann wirklich, ja, sollte man nicht machen. Ja, das ist gar nicht gut. Da hat man nämlich die Räuberei, obwohl man eigentlich gar nicht nichts Böses in dem Sinn gemacht hat. Und da ist wirklich egal, ob ihr die Honigräume aufsetzt oder ob ihr füttert, ja. Ja, Matthias, das kann beim Füttern auch passieren. Wenn die Völker aber alle relativ gleich stark sind, dann passiert das in der Regel nicht. Also dann, oder beziehungsweise wenn die Fluglöcher eh schon klein sind, passiert das in der Regel auch nicht.
Ja. Also, wenn es regnet, passiert es auch nicht. Es ist ungefähr nach dem Zeit, wo ihr füttert, was kann das, ja genau, so 1,5 Stunden ist das, wo die aufdrehen, ja. Ja, oder so, genau, Marco. Oder der ganze Stand kriegt jeder einen Honigraum zum Ausschlecken. Dann stürmen nämlich alle raus und dann alle ganz. Ja. Und ja. Also, das ist schon wichtig. Dann ist jetzt für mich persönlich war jetzt ganz wichtig, wirklich ganz, ganz wichtig, durch das, dass so eine lange Trachtlücke ist und die ja das Futter schon vom Honigraum von oben runter tragen. Und ich habe es bei den Durchsichten bemerkt, im Brutraum ist wirklich 0,000 Gramm Honig. Natürlich ein bisschen was, ganz klein bisschen, aber das, was da drin ist, das reicht für ein paar Stunden und dann sind die am Limit. Gleich füttern. Am selben Abend, also ich habe meine abgeschleudert und habe sofort danach, also am Abend gefüttert. Torben Bremer, welcher Effekt hat die Folie? Gute Frage, wirklich sehr, 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 sehr gute Frage. Solche Fragen braucht man. Die Folie hat den Effekt, das Pheromon der Königin zieht nach oben rauf, zieht ja durch die ganze Beute und das alles, was da drin ist, sagen die Bienen, ach, das gehört zu uns. Das gehört zu uns. Wenn da ein Leerraum ist, dann denken sie sich, oh, da können wir einfach bauen. Und bauen da. Und fangen da wirklich das Bauen an. Wenn ihr eine Folie einlegt und die Folie liegt, wenn das jetzt so, wir gehen jetzt mal, nee, so halt mal so rum. Wenn der Tisch jetzt, gehen wir davon aus, das ist eine Zarge, wenn jetzt durch die Folie der hinten so abgedeckt ist, so, ja, dass hinten nur wirklich so ein kleiner Spalt offen bleibt, dann können die Bienen rauf und runter, aber das Pheromon der Königin zieht nicht hoch. Also es reicht einfach nicht. Dann ist es für die das gleiche wie, oh, ist das da oben, das gehört nicht zu uns, wir holen das jetzt zu uns rein. Ja, wir holen das rein. Und das kann man sehr gut nutzen, dass er, wenn er sagt, ihr habt jetzt Bruträmchen zum Beispiel, wo ihr wollt jetzt anstatt auffüttern, ja, ihr füttert es auf und ihr wollt so ein Bruträmchen raus haben, so ganz einen alten Schinken und da ist noch sehr viel Futter drauf, weil irgendwie haben sie halt da was eingelagert. Und ihr wollt es raus haben aus dem Bruträmchen. Kein Problem, hängt es einfach oben drüber dann. Hängt es da über die Folie, wie wenn ihr es füttern wollt. Die räumen das alles aus. Ihr müsst nur auch schauen, wenn da noch Brut drauf ist, ist das überhaupt kein Problem. Die Bienen, werdet ihr feststellen, werden sich um diese Brut da oben kümmern. Aber der Haken daran ist, dass durch das, dass das Pheromon auch fehlt da oben, die Bienen sich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die Bienen sich da oben einfach eine neue Königin ziehen wollen. Nicht, dass er die reinhängt und sagt, okay, lass das jetzt 14 Tage hängen. Bis die Brut ausgelaufen ist, wenn ihr Pech habt, schwärmt das Volk dann, weil einfach, sag's mal, weil einfach, ja, die da oben eine neue Königin ziehen. Ja? Und glaubst du, Vicky, könntest du dich bitte hinlegen? Du machst mich ganz quirre. Jetzt steht er da und schaut mir an. Unser Hund. Alter Herr schon. Alter Herr. Ja, okay. Liegt am Teppich. Schlafrunde. Und glaubt mal, ich spreche für Erfahrung. Das ist mir nämlich passiert, ja. Ich habe Randwaben, da war eigentlich so ersichtlich gar kein Brut drauf. Da war halt nur ganz voll zugeknallt mit Nektar. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will die Waben heraus haben. Ich will die austauschen noch. Ich hänge jetzt hoch, die tragen das um. Ja, hat auch super funktioniert. Nur haben da oben, da waren, weiß ich nicht, so ein Stück im Kern waren ein paar Stifte. Ja, na, nicht im Kern, so in der Mitte, der ganz unten waren ein paar Stifte. Und die haben sich da eiskalt eine neue Königin gezogen und ja. Oder die Königin latscht drauf, ist auch schon vorgekommen. Ja, Marie, kann vorkommen. Mir persönlich ist es noch nicht passiert. Toi, toi, toi. Bei mir ist es noch nicht passiert. Man könnte theoretisch ja das Absperrgitter mit drin liegen lassen. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann man das Absperrgitter auch mit drin liegen lassen.
Was? Kann sie, Peter, du siehst dein Handeln, Bienen 4 bis 5 Tage in der Kiste draußen aufzustellen, nicht als Fehler ein. Kann sie, erstens mal standen die nicht draußen, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Schau es dir nochmal genau an, in Ruhe, ohne dich da irgendwie von irgendwas zu beeinflussen lassen. Und dann wirst du feststellen, dass es auch kein ganzes Volk ist, sondern dass mir wirklich nur von einem Zwei-Waben-Ableger ist. Und schau es da an, was ich sage dazu, mit der Belüftung, mit und. Ja, schau dir das mal bitte an. So. Was? Ah, für den alten Knuddel muss man Ausnahmen machen, unser alter Kaiser. Ja, unser Hund, der hat eh Ausnahmen ohne Ende. Er hört nur jetzt sehr schlecht. Also man muss ihn fast anschreien, ja. Aber er ist immer noch ein lieber Hund. Er kann noch alles machen, er läuft rum. An den Zähnen ist so ein bisschen, er kann immer alles essen, er kriegt halt jetzt anders Essen. Er ist Uropa, ja. Aber jetzt ist wahrscheinlich die Regie nicht da und jetzt sucht er sie. Genau, Hansi, so machen wir es. Schaust du mal in Ruhe an und schau und hör mal zu, was ich da auch sage, was ich dazu in den Raum schmeiß. Dann wird sie feststellen, es ist alles eigentlich halb so wild. Ich nutze Meter, die stecken als Folie, die sind günstig und lassen sich gut bearbeiten. Die Deckel dichten auch gut ab, wenn die Folie noch liegt. Wenn die Folie drauf liegt, es seht, das ist wirklich ein guter Hinweis. Das funktioniert nämlich wirklich sehr gut. Die durchsichtigen Folien, die Tischdecken, die durchsichtigen, die sind wirklich gut. Bei uns, die gibt es leider nicht mehr und ich finde es wirklich schade. Bei uns gab es im Baumarkt für die Folien früher, das war keine Teichfolie, das war eine lebensmittelechte Folie. Die habe ich immer noch ein paar, aber jetzt schauen sie halt schon aus, wie es auch. Die war eine lebensmittelechte Folie, die gab es in. Ein Meter Streifen und so lang, wie es das wollt. Das war perfekt und hatte so 2 mm Dicke. Ja, das war wirklich top, weil die anderen sind entweder so dünn oder so. Ich mache jetzt mal schnell die Tür hier zu, weil mein Hund, der läuft die ganze Zeit hin und her. So. Was? Kannst du Laura grüßen? Ich soll die Laura Roth grüßen? So, deine Weisheit ist kräftig am Stiften. Das freut mich, Peter, das freut mich. Und Peter, wie gesagt, du machst ja fleißig Videos. Ich komme nur sehr, sehr selten dazu, Videos zu schauen. Ja. Gewächshausfolie ist auch gut. UV stabil und günstig. Magra, bin ich jetzt. Ja, jetzt die Tür schon wieder abgemacht. Unser Hund macht mich verrückt. Ich konnte nichts machen. Ja, der sucht die. Ah. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ich bin Multitasking, laufe auf 3000%. Hey, das ist aber wirklich, das ist wirklich ein ganz ein guter Hinweis. Gewächshausfolie. Der ist formstabil, reißfest. UV beständig, je nachdem, was man kauft, 4 bis 6 Jahre. Das ist schon mal um Welten besser wie das die Standardfolien. Das probieren wir aus, Marco. Also das probiere ich definitiv mal aus. Also, hast du bei der Tante eigentlich schon mit dem Umtragen, Leertragen hinterm Sheet Erfolg gehabt? Philipp, da kommt jetzt dann das Video. Bis jetzt schaut es sehr gut aus. Also bis jetzt schaut es wirklich gut aus. Ich habe jetzt drei Schiene nebeneinander. Da kommt das Video die Woche vom Dadant. Es schaut wirklich gut aus. Es ist, die Königin ist auch nicht mehr drüber gegangen. Sie hat auch nicht mehr bestiftet da hinten. Es sieht wirklich sehr gut aus, dass ich die Waben leer bekomme und rausbekomme. Aber ich glaube, eine bessere Alternative wie die Schiene, wo ich jetzt habe, wäre einfach nur, sagt man es, eine Futtertasche. Eine Futtertasche. Ich muss jetzt da mal schauen, weil ich will mir für die Dadant eine Futtertasche kaufen, bloß, die man, ich weiß nicht, wenn nicht, baue ich mir was.
die man verschließen kann. Ja. Margarete, servus. Ja, Schatz. Ich habe die Tür nicht umsonst so gemacht. So, falls ich noch eine Königin von dir bekomme, könnten wir am besten in die Mini Plus einweiseln. So, und ja, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, das ist das Problem, dann könnte ich dir sofort helfen. Wie weit, wo wohnt er? Sag's nicht so laut. Wie viele Kilometer sind es? Wie viele Kilometer sind es? Was? Wie viele Kilometer sind es zu dir? Ja, das ist, also Königin einweiseln gibt es nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Das sind einfach 400 Kilometer. Nee, das geht nicht. Also, hättest du jetzt gesagt 100, 150, hätte ich gesagt, ich komme vorbei. Dann hätte ich gesagt, ich bringe dir was mit und ich komme vorbei. Marie? Warte mal, nein, nein. Das Video, ich habe es heute gesehen von dir mit dem Futtertest. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, Marco, du bist ja einer von den wenigen Verfechter, wie ich auch. Also ich mache ja immer noch selber ab. Ja. Ich mache immer noch selbst. Viele diskutieren da mit mir. Die verstehen nicht, mir geht es da gar nicht ums Geld. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich komme damit sehr gut zurecht. Ich habe das auch im Griff. Also ich habe in der Regel keine Räuberei. Ich will es nicht ausschließen. Ich will es jetzt nicht verschreien, ja. Aber ich habe in der Regel keine Räuberei und die Völker sind einfach fit, ja. Die sind einfach, die haben einfach Bums. Ob der Franz da ist, ich weiß es nicht, Margarete. Nein, ich habe noch nicht gelesen. Robert Lange, zu mir sind es 900 Kilometer. Zu dir gibt es auch. Was? Wir sind da. Zu dir fast gibt es auch kaltes Bier. Also, wenn ich zu dir fahre oder wenn du zu mir kommst. Also, ich persönlich, ich trinke kein Bier. Also, ich mag kein Bier. So. Ja, ich habe ja da jetzt was. Das muss ich euch mal zeigen noch. Das habe ich jetzt ganz neu, eine Spielerei. Da steht noch jetzt die Kamera drauf. Also da geht ein ganz großes Dankeschön raus. Das Ding ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ja, jetzt wird es ja nicht mehr, jetzt kriegt ihr keine Kopfschmerzen mehr und euch wird nicht mehr schlecht, wenn ich durch die Gegend laufe mit der Kamera. Im Kreis von Pleiße. 900 Kilometer, dann ist er ja fast bei mir. Ich glaube, Marco, dass das gar keine 900 sind zu dir, ja. Da bin ich, glaube ich, von dir schon vorbeigefahren. 800, glaube ich, sind es bis zu dir. Apropos, gibt es schon einen Termin für Grillfest? Frank, fahren wir. Habe ich das letzte Mal schon? Nein, das Video kannst du noch nicht gesehen haben. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du noch nicht gesehen. Ich würde es wirklich mal machen, dass wir so ein Grillfestchen machen. Honig mir schon mal gemacht, ja. Auf jeden Fall gehen wir mal wieder zum Hauptthema. Dann wie gesagt füttern und jetzt ist also jetzt Zusammenfassung ganz schnell geschleudert, gefüttert. Jetzt sagen viele, wieso dass ich jetzt so schnell füttere. Besser fürs Volk wäre es jetzt sehr gemütlich dahin zu füttern. Wäre jetzt unterm Strich fürs Volk ein bisschen besser, weil sie schneller Brut, mehr Brut aufbauen und. Und dann am Schluss hin nochmal schnell, bumm, alles rein, gutes. Beziehungsweise, oder man macht ganz schnell auf einmal, jetzt am Anfang, und dann langsam weiterfüttern, dass sie Brut schön aufbaut. Aber ich habe jetzt sehr viel auf einmal ganz schnell eingefüttert, 10 Kilo.
10, 15 Kilo. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil jetzt ist ja bei mir die Honigsaison Ende und jetzt mache ich noch Ableger. Jetzt mache ich noch Ableger, weil ich habe ja genügend Königinnen da. Ja, ich habe mir extra jetzt, einmal muss ich leider jetzt aussetzen mit der Königinnenzucht, weil ich einfach nicht will, dass die Königinnen jetzt dann gegrillt werden, weil wir sollen nächste Woche 40 Grad plus, 45 Grad plus soll man haben. Und wenn ich jetzt umgelauft hätte, heute oder morgen, dann wären die genau in der Zeit, wo sie in den Brutschrank müssen, wären die ganzen dann, sagt's mal's, wäre es so heiß, beziehungsweise es wäre so heiß, wenn sie in die Apidias müssen. Und ich will die eigentlich nicht bei 43 Grad im Schatten in die Apidias schmeißen. Ja? Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Marie, Jupp hat mir über ein YouTube-Treffen gesprochen, wie der Gartenkanäle. Marie, ganz klamm und heimlich, ganz kurz und knapp gesagt, nein. Mittlerweile will ich das gar nicht mehr. Das hat aber, ich glaube, allgemein was so mit Imkern zu tun. Das ist mir einfach alles zu gehässig, alles, ja. Aus dem Grund, es gibt ein paar, ja. Nur ausgewählte im Prinzip ein paar. Was heißt ein paar? Das sind schon einige. Da würde mich sehr freuen, wenn ich die auch mal persönlich kennenlernen dürfte. Aber prinzipiell muss ich ganz ehrlich sagen, nach den jüngsten Vorkommnissen bin ich eigentlich nicht scharf drauf, ja. Bin ich wirklich nicht scharf drauf. Ich werde mich auch weiterhin, ich werde mich auch in Zukunft nur noch auf meinem Kanal fixieren im Prinzip. Ich werde mich auf keinen anderen mehr. Das brauche ich nicht. Und ich habe was. Es ist noch nicht ganz klar, aber ich glaube, ich darf das auch schon so in die Runde sagen. Der Herr Binder, mit dem Herrn Binder werden wir einen gemeinsamen Livestream machen. Und da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich habe den Herrn Binder jetzt ein paar Mal persönlich jetzt, was ein paar Mal, ja doch, ein paar Mal, so haben wir persönlich gesprochen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, er ist gar nicht so böse, wie man glaubt. Also, wie man oft denkt. Also, er ist wirklich, also, muss ich sagen, wirklich. Und der Kerle hat auch ganz viel, wie soll ich sagen, also, wie soll ich jetzt das sagen, also, mir fällt kein Wort dafür ein. Also das, wo er dran arbeitet mit einfach den Pflanzenschutzmitteln und das Zeug, da ist er ja wirklich absolute Maschine, ja. Also muss man jetzt ein bisschen so sagen, da muss ihn, ich weiß, bitte steinigt's mir nicht. Und nein, der Dante ist immer noch nicht meine Lieblingsimkerform. Nein, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ich war einfach mal raushauen, ja. Ich muss ein bisschen was für mich tun. Aber er ist, da ist er Maschine, was das anbelangt. Und da ist er wirklich gut drin. Und ich finde es ein bisschen schade, dass da viele das so ignorieren. Weil wenn man jemand hat wie ihm, der sich da im Prinzip auf dem Gebiet richtig in den Arsch aufreißt, ja, das muss man ehrlich so sagen. Ja, und über Jahre. Und jetzt kommt aber das Problem bei den Imkern, da wo viele sehr eingefahren sind, dass er da immer nur auf die Mütze kriegt. Ja, dass er da immer nur auf die Mütze kriegt. Finde ich nicht okay. Ja? Und sogar, also wenn es ich kann, ja, ich als eingefleischter Zander-Imker, ja, okay, aber viele haben ja gedacht, mir, das wird irgendwie eine Mobbing-Aktion gehört, den Herrn Binder, sondern nein, es ist eigentlich genau das rausgekommen, wie es gehofft, erwünscht war. Ja, nein, Matze, ja, ich habe geschimpft, weil, ja, okay, Matze, gib's zu. Aber das ist jetzt wieder zum Beispiel, natürlich, ich bin jemand, der, wenn ich was blöd finde, dann sage ich das auch und ich schimpfe darüber. Aber ich bin dann keiner, der sagt, das ist blöd und das ist einfach so. Das mag ich nicht. Das bin ich Ihnen eben nicht.
Ich bin dann eigentlich so ab dem Zeitpunkt, wo mich was nervt, bin ich eigentlich auf der Suche danach, wie ich das beheben kann. Ja? Wie ich das klarstellen kann. Verstehst du? Es ist zum Beispiel auch, ich bin ja kein Mensch, der permanent ja, mache ich, Martin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Robert Lange, welcher Binder? Sorry, kenne ich nicht. Das ist der Jürgen Binder. Das ist so, wie soll ich sagen? Also, Jürgen Binder ist so die Dadant-Fraktion. Ich würde ihn aber gar nicht einmal so, ich persönlich, ich würde sagen, man müsste sich Dadant-Imker und so, natürlich kann er das. Genauso wie Daumer mit ihren Zander. Ja, aber wo der Herr Binder wirklich dicke drin ist, das ist, wie soll ich sagen, Naturschutz und grob umschrieben, der Naturschutz, der Erhalt von einfach das Spritzmittel. Also er kämpft nicht nur für Honigbienen, sondern einfach für die Insektenvielfalt. Also ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig immer verstanden. Ja? Insektenvielfalt, dass es einfach da mal vorangeht, dass da nicht wahllos gespritzt werden darf, was gespritzt wird, dass nicht wahllos irgendwas Chemie reingekippt wird, was gemacht wird. Gegen sowas kämpft er sehr, sehr stark. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn persönlich, wenn ich ihn jetzt gar nicht mögen würde, sogar dann würde ich ihn unterstützen, weil ich einfach die Aktion gut finde. Ja? Also da bin ich ganz. Das ist bei mir eine klare Sache. Aber ich muss sagen, mit unseren letzten paar Gesprächen, die wir hatten und Videocall und so, muss ich sagen, ist er wesentlich netter, wie man glaubt. Ja? So, und jetzt lesen wir mal da wieder, weil wir kommen ganz vom Thema ab hier. Ja? Ich wollte es nur kurz ansprechen. Binder habe ich noch nie verstanden. Ja, er hat seine eigene Art. Er hat seine eigene Art. Das ist halt so. Jupp, wie kommt man den verzuckerten Honig aus den Waben? Johann, also du selbst kriegst ihn gar nicht raus. Den können nur deine Bienen rausbringen. Du nimmst dir eine Wanne. Also ich persönlich würde dir eine relativ flache, ich weiß nicht, wie viele Waben du hast. Wenn es jetzt nicht ganz so viele Waben sind, dann könntest du eine relativ flache Wanne nehmen, irgendeine Wanne, da legst du die Wabe ein. Ja, das Wasser darf so handwarm sein, sollte nicht kalt sein, so handwarm, so Körpertemperatur, so 36, 38 Grad. Da drückst du die Waben mal ein, also dass sie richtig mal einweichen. Dann machst du sie raus, wie Spritzprobe, dass das meiste Wasser wieder rausspritzt. Dann kannst du die Völker damit, dann setzt du die auf, so wie wenn du sie füttern würdest. Ja, mit der Folie. Dann tragen die das alles raus, machen die Waben schon sauber. Dann sind die Waben gut. Und das Wasser, da wo du die eingetunkt hast, die Rämpchen, das schüttest du bitte nicht weg. Ja, da kannst du noch ein bisschen, weiß ich nicht, Sirup oder Zucker mit dazu machen und dann fütterst du das auch mit ein. Ja. Und dann ist alles genutzt, zu 100% hast du alle Ressourcen genutzt. So. Ja, Kasper Erhard schreibt, ist weltweit unterwegs. Ja, ist wirklich so. Und das sollte, finde ich, müsste man bis. Er hätte mehr Anerkennung verdient, also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, die er jetzt bekommt, ja. Jupp pöbelt eher auf die freundliche Art. Nein, also, was heißt pöbeln? Ich stichle vielleicht ein bisschen, ja. Aber ich bin eigentlich kein bösartiger Mensch. Also, ich glaube es zumindest nicht, dass ich böse bin. Ich bin in der Regel. Was? Meine Frau sagt, ich bin viel zu gutmütig. Ja, ich lass mir viel, viel gefallen. Ja, sehr viel gefallen. Ich stecke sehr viel ein, wo ich gar nichts dafür kann, wirklich gar nichts dafür.
da wo ich teilweise hingestellt werde als, weiß ich nicht, Unmensch schlechthin, aber okay, ich denke mir da immer, ich bin da dabei. Ja. Warte mal. Okay, gut. Okay, kann ich nicht anschauen. Warte mal. Das kann ich auch nicht anschauen. Will mein Bruder. Ja, da geht es um das Voting. Nein, Conny, Varroa-Behandlung mache ich nicht. Da kommt aber auch nur diese Woche ein Video. Es kommen wieder jetzt ein paar. Es ist zu warm. Es ist einfach bei mir in der Gegend viel, viel zu warm. Da ist nichts mit Varroa-Behandlung. Es geht jetzt weiter mit Ableger. Also es wird jetzt aus. Ich, genau. Danke, Conny. Wir dürfen nicht so oft springen hier in den Themen. Mein Gott, na, da wäre ich ganz deppert. Ja gut, ihr wahrscheinlich mehr wie ich. Gleich. Ich mache jetzt Ableger. Ich mache jetzt Ableger. Von jedem Volk entnehme ich jetzt in der Regel drei Brutwaben. Drei schöne fette Brutwaben. Und dann schaue ich mal, wie ich das mache, wie viel ich brauche. Und aus dem Grund habe ich jetzt so viel eingefüttert, dass einfach die Brutwaben, die ich jetzt warnen, schöne Futtergrenze haben. Weil ich will immer sehr, sehr ungern, sehr, sehr ungern, dass ich einen Ableger, der keine Königin hat, füttern muss. Sobald die Königin da ist, okay. Ja. Torben Bremer, empathielos ist das Wort, nach dem du suchst. Wieso? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, ich habe sehr viel Empathie und ich versetze mich sehr, sehr in viele Sachen hinein und schaue, dass wirklich immer extrem schonend alles läuft, auch wenn es manchmal, also beziehungsweise auch wenn es manchmal nach außen hin anders dargestellt wird. Ja. Bei mir sind noch keine Völker verhungert. Bei mir musste auch noch kein Schwarm sterben. Bei mir wurde auch noch kein Volk abgeschwefelt. Ich habe es jetzt immer hinbekommen, dass es irgendwie geht. Natürlich, Berufsimker stehen da teilweise ein bisschen anders da. Ist auch ganz völlig logisch. Die können da nicht jedes kleine Völkchen da aufpäppeln. Ja, wenn sie das machen, dann sind sie im Ruin. Vor allem bei den Dumpingpreisen, muss ich sagen. Bei den Kampfpreisen, die bei uns auf dem Markt herrschen, ist das Katastrophe. Aber ich persönlich, was ich bei mir daheim hier habe, die paar Völkchen da, ob das jetzt 20, 25 Völker sind oder 30 oder meinetwegen 40, 50, wenn es pressieren würde, es ist direkt bei mir hier vor Ort, da kann ich wirklich verhätscheln. Jetzt habe ich es nicht mehr lesen können, Tumpfi. Ach so, danke, Tumpfi. So, jetzt. Nein, Marco, ich habe noch nie, also ich schimpf nicht. Das ist zum Beispiel auch, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch. Also, und ich glaube, viele sagen ja, ich bin zu, meine Frau sagt aber, ich bin zu gutmütig. Ich persönlich würde sagen, nein, ich bin verständnisvoll, ja. Ich bin verständnisvoll. Also, das ist halt so. Ja, wie gesagt, ich habe meine Sache dazu gesagt. Wer Probleme mehr hat, bitte deabonnieren und weg. Ja. So. So. Philipp Penhoff, Servus. Philipp, meine Frau sagt jetzt, Philipp, das ist doch der, der uns das Kürbiskernöl geschickt hat. Ja, das war der Philipp. Philipp, ich muss nämlich gestehen, es ist leer und das gibt's bei uns so nicht. Das gibt's bei uns so nicht. Und ich hatte in meinem Leben, bevor du in mein Leben tratest, getreten bist, alles egal. Noch nie Kürbiskernöl gekostet, gegessen oder sonstiges. Nachdem du uns ja das zukommen hast lassen, hat so Mozzarella, Tomate ohne diesem Öl
ist es fast gar nicht mehr vorstellbar. Marie, schreibst du mir bitte eine Nachricht, Marie? Ja, ich hätte eine für dich, Marie. Die könnte auch, wenn du willst, nächste Woche schon rausgehen zu dir. Ich habe eine. Und du wirst es nicht glauben, Marie, die ist genau für dich sogar. Die habe ich heute kontrolliert, weil ich wollte sogar noch heute Abend schreiben, beziehungsweise ich wollte schon Nachmittag schreiben, ich bin jetzt ehrlich. Ich habe es vergessen, dass ich das schreibe. Aber mir wäre es wahrscheinlich spätestens morgen eingefallen. Ich habe die stiftet. Die stiftet seit gestern. Gestern oder vorgestern stiftet die. Ah, Philipp, ja, mein Stockmeißel-Projekt. Da haben wir jetzt schon so viele angesprochen mit Stockmeißel. Ich greife das jetzt an, okay? Ich greife das jetzt an und ziehe das durch, okay? Okay? Indianer-Ehrenwort, ich ziehe das durch. So. Haben wir noch irgendwelche Fragen? Oder sind wir durch? Wir haben jetzt genau eine Stunde, oder? Ohne eine Stunde? Nein. Ja, wird gehen, Marie. Ich muss noch ein bisschen Teig, muss ich nachlegen. Ja, ich bin zufrieden mit. Ja, Tumpi, schür noch das Feuer. Schür das Feuer. Ja, schür das Feuer, du Stichler. Schür das Feuer, ja? Monty, Frage, hau raus. Andreas K., nee, wir machen jetzt extra nur für dich. Nur für dich. Bleib jetzt sitzen. Peter Goldbiene, machst du wieder Weihnachtsverlosung? Ich hätte es schon vor. Also ich hätte es schon vor, dass ich Weihnachten wieder verlose, ja. Unter allen Abonnenten. Ich habe mir schon überlegt, ich weiß nicht, was wir dieses Jahr machen. Machen wir wieder Rätsel? Oder. Ah, da lassen wir uns irgendwas einfallen, ja. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Leute, die sind definitiv jetzt schon im Lostopf für die Weihnachtsverlosung. Kann ich euch jetzt schon sagen. Es sind. Sieben Leute sind jetzt schon im Lostopf. Einfach aus dem Grund, die haben die Green Card, die Wildcard erworben im Prinzip, ohne es zu wissen. Ja. Aber für den Stockmeißel mache ich nochmal ein extra Video, ja. Waben aus dem Wirtschaftsvölkern jetzt zum Verstärken für Ableger? Ja, Conny, das geht definitiv. Margarete, ja. Ist langsam verabschieden. Hab so einen schönen, chilligen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, was soll. Philipp, du könntest mir nochmal schreiben, was das für ein Kürbiskernöl war. Bitte, bitte. Das Kürbiskernöl ist ungefähr so ein eins der liebsten Dinger, ja. 7 Tage nach Schlupf der Hochzeitsflug, dann 7 Tage bis Eilage. Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe es nicht gelesen, aber da fragt einer wahrscheinlich, wann die Königin des Stiften beginnt. Hadi Stuttgart. Ja, das hängt, das rattert heute schon wieder so dadurch. Was hat er noch gefragt? Stickel. Okay. Okay, es hängt sich nicht auf. Okay. Ich sehe es nicht. Ah, okay, der Harry hat seine Völker direkt am Raps. Die haben nichts eingetragen. War komisch, Harry. Das gleiche Problem hatte ich dieses Jahr auch. Die Völker, die direkt am Raps standen, haben weniger Raps eingetragen wie die Völker bei mir hier, die 600 Meter weit weg sind. Die Stiche, gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß, jedes Jahr, das vergeht,
Also jeden Stich, den ich bekomme, ich schwill nicht an, gar nichts, aber der Schmerz, der wird mehr. Ja, das wird wirklich wie wenn, mittlerweile fühlt sich das so ein bisschen an, wie wenn man jemand so eine glühende Nadel langsam reintut. Aber ja, jeder hat seinen Fetisch. Es tut zwar sau weh und muss er nicht sein, aber irgendwie denkt man dann immer, ja, 2 Minuten, dann ist vorbei. Ja, Marie, schreib mir bitte eine Mail. Ich brauche nur deine Adresse. Mehr brauche ich von dir nicht. Ja, Gottfried, dann darfst du Völker füttern. Also wie gesagt, ich habe heute gefüttert. Ah, zum Schnitzel essen, Schertumpfi. Ich bin ja beim Angelverein, ja, ich bin ja ein Fischer. Und die haben Messerchen, haben die verschenkt zum Jubiläum. 75 Jahre Fischereiverein Teublitz. Und ich sage euch, die Dinger, das ist richtig geil. Und das ist perfekt zum Schnitzel essen. Und das Ding ist richtig scharf. Ja. Und sind sogar nummeriert. Ja, die sind limitiert. Ich habe mein Schnitzelmesser dann schon. Und ich habe 2 Stück davon. Claudia Teufel, wenn es jetzt so heiß wird, müssen wir da auf was Besonderes Augenmerk legen. Nein, eigentlich nicht. Die Völker selbst macht die Hitze, die kommen sehr gut damit zurecht. Natürlich, wenn gar keine Tränken oder so da ist, also kein Wasser, dann irgendwie das ein Wasser haben, ja. SD, Jupp, auf welche Fischart angelst du am liebsten? Wellensee. Und ich war schon, letzte Mal beim Fischen war ich mit euch beim Livestream. Da habe ich einen Livestream gemacht. Und da habe ich, nachts war es neblig, hat ausgeschaut wie in einem Horrorfilm. Dann war eine Schießerei in 8 Kilometer weiter entfernt. War cool. Und kaum habe ich mit dem Streamen aufgehört, habe ich auch die Fische gefangen, ja. So. Tage nach Schlupf in Eilage. Ja, kann Mounty, kann gut vorkommen. Also ist aber nicht die Regel. Also in der Regel ist bei mir so: am 5. Tag nach Schlupf fliegt die 5., 6. Tag, also meistens 6. Tag, eher der 6. Tag, macht ihren Begattungsflug. Dann, wenn das Wetter natürlich mitspielt, dann kommt sie heim und dann, sag's mal's. Ja, macht sie nix. Und 4 Tage, 5 Tage später, 6 Tage später auch wiederum, geht sie dann in Eilage. Das gleiche hatte ich auch im Ratsch und sie sind alle geschwärmt. Nächste Woche geht es in die Ostsee mit Bellyboat. Oh. Ja, SD. Es war wirklich, war irre. Aber ich nehme euch mit. Problem ist, ihr wisst das selber, Fischen in Deutschland per Stream. Wieso will ich eigentlich das nicht, dass ich das filme, was ich fange? Außer ich will es essen. Angenommen, ich fange jetzt einen schönen Fisch, der genauso das Maß hat, aber wirklich ein schöner Fisch ist. Oder angenommen, ich fange jetzt wirklich, und es kommt ja nicht so, nicht mal so selten vor, ich fange jetzt einen Waler, also einen Wels mit 1,70 m, 1,80 m. Ja? Der ist zum Essen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der mir viel zu groß, viel zu fettig. Und außerdem ist es viel zu schade, an so einen schönen großen Fisch einfach zu killen. Ja. So, wenn ich das aber mit Livestream mache und jemand sieht diesen Fisch, dann habt ihr, ihr wisst, Catch and Release ist in Deutschland verboten, also muss ich dieses liebe Tier töten. Nein. Martin, fischst du Fliege? Ich fisch Fliege. Aber habe ich noch nicht so oft gemacht, ein paar Mal. Ist schon ein bisschen her, aber hat gut funktioniert, auch Forelle. So, jetzt schauen wir mal, da hat noch jemand. Und was passiert mit der Varroa bei über 40 Grad, Till? Wahrscheinlich gar nichts, weil es im Volk gar die 40 Grad in der Regel nicht hat, weil die Bienen einfach das Wasser holen und durch die Verdunstung, durch die Verdunstungskälte einfach die Beute abkühlen.
Und dann hat es da drin keine 40 Grad. Ich könnte aber, Till, mal für euch zum Versuch mal ein Thermometer mit einlegen. Und dann schauen. Ja, gut, ich brauche eigentlich keine. Mein Gott, bin ich ja Holinus. Ich schaue es nächstes Mal einfach nach. Ich habe ja Völker, die verkabelt sind. Oh mein Gott. Ich habe ja Völker, die verkabelt sind. Ich brauche eigentlich nur nachschauen. Ja. Ja, Martin schreibt, dann kommt die Peter aufs Programm. Ja, das kann natürlich auch passieren. Das kann auch gut und weg gesagt. Ja, kann natürlich auch passieren. Ich würde die Metalldeckel runternehmen. Ja, ich glaube, es ist Metalldeckel ist gar nicht so das Problem an sich. Ich würde einfach ein Hölzer unterlegen. Hölzer unterlegen. Ihr könnt die Metalldeckel sogar nutzen zum Kühlen. Ja, jetzt sagt sie wieder, Jupp, du hast so einen Schaden. Doch, das ist wirklich so. Ihr nehmt ein großes feuchtes Tuch, legt es unter den Blechdeckel und den da drauf. Und wenn die Sonne drauf scheint, dann verdunstet es unten mit Gewalt im Prinzip weg durch die Hitze. Und auf der anderen Seite entsteht Kälte. Ja. Ja, Mike Münch, Fliegenfischen in der Fränkischen Schweiz. Bei uns in super Stelle, super Gewässer, macht wirklich Spaß. Wespen da reinlaufen, obwohl das Flugloch nur 8 cm ist. Das ist zu groß. Karl-Heinz macht das Flugloch ein bisschen kleiner. Macht Gitterboden auf, wenn es geht. Wenn es zu warm wird, Gitterboden auf und macht es. Bei mir sind alle Fluglöcher, ob Ableger, ob Wirtschaftsvolk, so groß. So. Also, warte mal. Um das in Zentimeter zu fassen. Also, der Gottfried hätte jetzt gesagt, das sind 20 Zentimeter. So. Wie hat er jetzt gesagt? Ja, so 1,5 bis 2 Zentimeter sind meine Fluglöcher. Mein Quatsch, bin am Baggersee mit Fliege gewesen auf Weißfisch. Riesig Spaß, ja, natürlich, es funktioniert überall. Also, man muss einfach Spaß am Angeln haben, dann ist es eigentlich wahrscheinlich egal, wo man ist. Ich weiß, wie ich das Angeln begonnen habe. Ich habe die größte Freude mit meiner Angel da im Wohnzimmer gehabt. Einfach mal so und aus und Knoten binden, ja. Sonnenschirm und Blechdeckel runter. Gehen vor ein Stück flaues Holz unter den Deckel. Kann ich also. Solange wie ich hier imkere und ich habe Südhang und glaubt mir, ich weiß, wie man mit Hitze umgeht. Ich bringe das hin. Bei mir ist noch kein Volk verbraust oder in irgendwas irgendwie in die Richtung. Ein normalen Wirtschaftsvolk, wenn das Flugloch offen ist und der Gitterboden offen ist, haben die überhaupt kein Problem mit dieser Hitze. Was Problem machen kann, muss ich ganz ehrlich auch sagen, und das ist jetzt. Ich würde es eigentlich gar nicht sagen, weil dann heißt es ja wieder Hetze oder so. Wenn ihr Styroporbeuten habt, die einen geschlossenen Boden haben, jetzt heißt es immer, ja, aber die isolieren doch so gut. Nein. Das Problem ist, Styroporbeuten gegen die direkte Sonneneinstrahlung isolieren die natürlich super. Ja, da wollte ich gar nicht dran rütteln, aber wenn die gesamte Umgebungsluft zu heiß ist, dann ja. Dann ist das schon ein Problem. Und da ist in Holzbeuten im Vorteil. Da sind Holzbeuten klar im Vorteil, weil das Holz die Feuchte aufnimmt, die die Bienen darin verteilen. Und durch das Verdunsten, dass das Holz die Feuchtigkeit dann abgibt in solchen Situationen, kühlt es ihnen mehr ab. Ja. Ist aber auch begrenzt. Also spätestens am dritten Tag, wo so extrem Sonne ist, ist es fast egal. Wichtig ist, dass der Boden offen ist. Ja. Natürlich ist es immer gut, wenn sie im Schatten stehen. Andreas K. Für was habe ich das verdient? Aber wirklich Dankeschön. Lars, das sag mal dem penetranten Feind. Was sagt dann? Gegen etwas zu sein hilft niemandem. Besser miteinander. Ja, bei der Peter ist es zum Teil ein Problem. Die sind halt auch, das Problem ist, die sind auch, vor allem was Fischerei angeht, die sind halt da extrem radikal, ja.
Die sind extrem radikal. Freund von mir musste eine Strafe zahlen, weil er einen Fisch zurückgesetzt hat. Ein wirklich schöner Fisch, wirklich schöner Fisch. Einfach viel zu schade, um einfach zu töten. Leichtfähig, war sogar voll mit Rogen zum Laichen. Ich habe gesagt, komm, ich setze den wieder zurück, schonend. Der Fisch hatte keine Kratzer, gar nichts, der war nicht mal an Land. Aber der Spaziergänger hat ihn bei angezeigt. Die Peter ist mit draufgestiegen. Derjenige hat 7.500 € am Tisch gelegt für so ein Fischchen. Ja, bin ich krass, ja. Finde ich ganz, finde ich übertrieben. Hier im Norden haben wir 20 Grad und Lindenblüte. Das ist sehr gut. Ich hänge. Ja, macht's mal an, das Sotteri. Jetzt müsste es wieder gehen. Ja, sorry, es tut mir leid, es ist. Mein PC hat irgendwie so die Angewohnheit, seit neuestem nach circa einer Stunde sagt er, nö, ich mag jetzt nicht mehr. Und fängt dann das Rumpfspacken an. Aber wir machen jetzt eh Feierabend. War wirklich eine ganz gemütlich schöne Runde. Wie gesagt, wer ein Problem mit allem gegen mich hat, soll mich bitte deabonnieren und der Fall ist erledigt. Ich mache bei diesen Hetzsachen nicht mit. Und bei diesen ganzen Komplottsachen bin ich nicht mit dabei. Habe ich auch nicht nötig. Muss nicht sein. Ja? Ich wünsche euch viel Spaß beim Imkern. Und haut's rein, ne? Zwei. Reiten. Reiten. Dazu, wenn diese Leute sehen würden, was ich jeden Tag sehe. Ja. Marco, da gebe ich dir recht mit den alten Leuten und so. Ja. Martin, nicht zu danken. Ich habe zu danken, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich zu danken, weil ihr versüßt mir meinen Sonntag und ich bin wirklich ganz froh. Auch wenn ich ab und zu, heute war ich schon mal kurzzeitig, habe gedacht, ah, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Dann gibt es wieder sinnlose Diskussionen über irgendwas. Aber ich muss sagen, war wirklich ein schönes Ding und kann ich wieder gut schlafen. Also, ich kann auch so gut schlafen, aber. Gustav Schulze, was habe ich verpasst? Eigentlich den gesamten Stream, aber der ist ja eh online. Also. Dann wünsche ich wirklich einen schönen Abend. Haut's rein, bleibt gesund und jetzt schalte wirklich aus. Yeah. Hast du zufällig, Schatz, zwei Gläser Honig verkauft? Okay. Okay. Im Hintergrund, es läuft im Hintergrund. Lass mir raten, ein Rapshonig. So. Ja. Mr. Busbahnhof. Ah, der hat kommentiert. Ah, okay. Aber. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Jetzt. Ciao.